Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant. Heute geht es mal wieder nicht um Bitcoin. Heute geht es um das Hotel Arcanus Resort Sorghum. Wir starten mit einem wunderschönen Blick hinaus in die Landschaft, starten aber auch gleich mit den Dingen, die mir ein bisschen negativ aufstoßen. Ich war jetzt schon öfter dort. Es gibt heute auch ein Video äh, auf meinem Kanal, das müsst ihr euch anschauen. Das ist vom April. Und das Video, das ich jetzt euch gerade zeige, das ist jetzt gerade von Ende Juli, Anfang August. Und ich muss sagen, die Sauberkeit. Wenn man wirklich ein bisschen genauer hinschaut, man muss mal nicht mal ein bisschen genauer hinschauen, einfach nur mal hinschauen, die Sauberkeit an manchen Punkten lässt wirklich zu wünschen übrig und ich verstehe es nicht, warum es die Zimmerreinigung nicht einfach besser hinkriegt. Hier, wenn man sich den Balkon anschaut, es ist schon wirklich alles in die Jahre gekommen. Okay, es kann ja auch in die Jahre gekommen sein, aber es ist nicht nur in die Jahre gekommen, es ist auch leider nicht sehr sauber. Ich bin schon wirklich öfter dort gewesen. Das Hotel ist neu renoviert vor einigen Jahren geworden. Alles Tipp, alles Top. Es gibt nicht nur Schlechtes. Ich möchte in dem Video das Hotel nicht schlecht machen. Nein, auf keinen Fall. Ich möchte euch nur einiges zeigen, wie dieses Hotel so wirklich im Zustand ist und, und was hier gut ist. So wie das hier zum Beispiel. Mega. Der Blick raus hier in die Natur, super. Aber wenn man sich das drinnen anschaut im Zimmer, schaut euch das mal an. Es gibt hier Insekten. Es gibt hier äh, rostige Dinge, die ich in einem 5-Sterne-Restaurant, Restaurant, sorry, in einem 5-Sterne-Hotel in dieser Anlage einfach nicht erwarte. Und ich gehe mit euch heute nochmal raus aus dem Zimmer. Ich hatte ein super Zimmer mit einem guten Blick, alles toll. Ich hatte auch mehr Blick gebucht. Und ich gehe mit euch heute in dieser Anlage äh, nochmal runter zum Pool, runter zum Meer und zeige euch. Es ist jetzt Hochsaison, es ist jetzt August. Und ja, es ist extrem heiß. Wir hatten 48 Grad und ich möchte euch ein bisschen was von der Anlage zeigen. Heute mal die andere Seite. Also, wir gehen hier den Gang entlang. Hier bin ich im dritten Stock. Super Zimmer mit Meerblick. Hier wird auch immer geputzt. Ja, das ist okay. Aber wenn man sich das ja alles so anschaut, ich verstehe es nicht, warum man es nicht schafft, diese Gänge, diese Bereiche, die jetzt nicht gleich beim ersten Blick zu sehen sind, sondern das was ein bisschen so vielleicht dahinter ist, da ist ein Kaugummi am Boden. Hier ist alles eigentlich abgewetzt und abgesplittert hier alle Ecken. Verstehe ich mal sowieso nicht, warum es nicht irgendwelche Ecken schon ergibt oder Eckkanten hier, so wie das hier zum Beispiel. Da passiert das nicht. Es ist alles ein bisschen abgerockt, alles leider schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es ist sehr schade drum. Farbkombination lassen wir mal außen vor. Das ist Geschmackssache. Mein Geschmack ist es nicht. Und wenn man sich auch die Fenster hier so ansieht, diese kleinen Fenster, die hier so sind, raus, ich zeige es euch dann noch ein bisschen besser, die sind einfach nicht geputzt. Hier wird einfach der Gang mal. X Tage lang nicht geputzt. Und warum mir das auffällt, zeige ich euch auch gleich. Auf jeden Fall gehen wir mal diesen Gang in der Anlage so entlang, wie es die meisten Urlauber eben so machen. Nicht nur das Schöne, was so außen alles ist, nein, leider auch dieses Mal das, was mir hier in der Anlage so anfällt. Wie zum Beispiel eben all diese Geschichten hier, die Sockelleisten hier, alles abgeschlagen. Die Leute passen natürlich alle nicht auf. Nehmen und passen einfach nicht auf diese schöne Anlage auf. Jeder sagt wahrscheinlich, ich zahle eh genug, ist mir egal, ich mache hier was ich will, aber es ist schade drum. Hier die Fenster, wir sehen hier Vogelkot, der ist seit Tagen da drauf. Hier draußen wunderschön, die Anlage wird außen gehegt und gepflegt und gemäht und die Blumen und die Pflanzen, es ist alles top, wenn man hier so rausschaut. Das ist übrigens der Einfahrtsbereich. Aber es wird einfach zu wenig, meiner Meinung nach, auf die Details geschaut. Das Hotel kostet für eine Woche knapp 3.000 Euro für zwei Personen, ultra all inklusiv, in der Hochsaison. Da sollte diese Fünf-Sterne-Anlage doch ein bisschen mehr gepflegt und gehegt werden, meiner Meinung nach. Und wenn wir den Gang so entlang gehen äh, und hier so rausschauen und hier sehen, da liegt zum Beispiel eine Weintraube. Die liegt hier seit mindestens fünf Tagen. Okay, die Fenster haben eigene Probleme und so weiter. Das ist egal. Ich will jetzt nicht kleinlich sein. Aber wenn etwas seit fünf Tagen dort liegt und das fällt mir als normaler Urlauber einfach auf, dann müsste es doch bitte auch einer Putzfrau auffallen. Die Fenster sind nicht geputzt. Ja, ist okay. Die Anlage selbst. Top, aber gehen wir jetzt mal hier runter. Gehen wir mal beim Stiegenhaus runter vom dritten Stock in den zweiten Stock und schauen uns das Ganze mal so an. Und auch dann sehen wir Dinge, die eigentlich hier nicht vorkommen dürften, hier an der Wand. Ähm, Blasen, Feuchtigkeit, was auch immer, wird nichts ausgebessert. Gehen wir weiter runter. Wir sehen hier immer wieder ähm, leichten Schmutz. Es ist jetzt nichts Extrem, das Ganze hier oder so, aber nicht dieser Anlage würdig, so wie ich sie auch kenne. Gehen wir weiter runter hier, da sehen wir schon ein bisschen zum Rezeptionsbereich runter. Ähm, auch der Lift selbst, der Lift selbst, wenn man den innen anschaut, äh, nicht gereinigt, nicht geputzt. Es kann ja alles älter sein, aber doch bitte nicht so wenig geputzt. Hier italienische Restaurant, das ist alles gut. Alles, was so auf die Schnelle zu sehen ist, alles, was so ein bisschen der öffentlichere Bereich ist, das ist doch alles super. Gibt es wirklich nichts zu meckern. Ich will es wirklich nicht schlecht, schlecht reden. Hier die Rezeption. Ja, okay, gibt schönere, modernere, aber ist okay, ist sauber. Überall, wo viele Leute sind, ist alles top. Nur wenn man so ein bisschen dahinter schaut, dann sieht man leider, dass nicht alles so top ist, wie man sich es wünschen würde oder wie ich es mir zum Beispiel wünschen würde. Ich bin nicht penibel. Aber ja, hier. Die Animationen, es ist alles gut, das passt alles. Uh, hier gibt es da ghana Akrobat, war super cool zuzuschauen am Abend. Hier das Programm rechts auf der Seite. Wann ist da? Wann ist Watergem? Wann ist hier alles? Alles gut gemacht, das passt das soweit alles. Und wie gesagt, diese öffentlichen Bereiche, so wie ihr es hier seht, frisch gewischt, alles geputzt. Da ist immer jemand hier, der putzt, wischt und macht. Und das ist vorbildlich. Hier geht es zum Restaurant. Gibt es bei meinem anderen Video auch ein Video über, die, über das Buffet? Und an alle, die Katzen nicht so gerne haben, Achtung, es ist ein Katzenrestaurant. Es gibt sehr, sehr Restaurant, sorry, ein Katzenhotel, eine Katzenanlage. Es gibt sehr, sehr viele Katzen. Ich liebe Katzen, ich habe da kein Problem damit. Ähm, nur für alle, die eben ein Problem mit Katzen haben, vielleicht sogar auch wegen Katzenallergie ähm, oder sonst was, Achtung, das könnte hier ein Problem werden. Also hier raus in den Bereich und wie gesagt, wir hatten hier meistens 48 Grad. Ich war oft in der Früh schon im Pool um 8 Uhr und wenn man dann so rauf schaut auf die Temperaturanzeige im Pool und man sieht hier um 8 Uhr 36 Grad, dann schaut man eine Minute später auf 37 Grad, eine Minute später 38 Grad. Es ist wirklich sehr sehr heftig gewesen von der Temperatur, aber ja, kann man ja sagen, selber schuld, wenn man in der Hauptsaison hinfliegt. Da ist es mal so heiß und ja, das ist auch meine Warnung an euch Leute, wenn ihr in der Hauptsaison dorthin fliegt. Erstens, es ist mal viel teurer, logischerweise. Zweitens, es ist schweineheiß. Und ähm, drittens. Es ist auch beim Buffet und überall wirklich viel los. Und das ist aber so, wenn man in der Hauptzeit hinfliegt. Ich höre jetzt auch immer wieder, Türkei, da fliegen die Leute nicht hin, das boykottieren die Leute, weil alles zu so teuer ist und so weiter. Ich habe hier nichts davon mitbekommen, ihr seht, alles voll, im Pool geht es schon richtig rund, das ist jetzt so früher Vormittag. Äh, alle liegen reserviert, alles äh, richtig in Action hier das Ganze. Was ich aber sagen muss, positiv, es gibt zu keinem Zeitpunkt ein Problem, dass man nicht eine freie Liege kriegen würde. Ja, die Leute rennen um 6 Uhr, 7 Uhr in der Früh, liegen reservieren, wie es alle hier machen. Aber es ist zu keinem Zeitpunkt ein Problem, dass man sagt, ich komme erstmal, ich gehe zuerst einkaufen, keine Ahnung, komme dann zurück, mache einen Ausflug und bin dann um 16 Uhr vielleicht am Pool. Auch dann findet man eine Liege und das ist wirklich toll. Hier auch der Bereich, super. Auch am Abend hier unten die Bühne mit einer Leinwand, immer wieder Sitzplätze vorhanden. Man findet immer was hier rechts oben nochmal, der Essensbereich. Auch wunderschön, auch toll, vor allem der Außenbereich. Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wenn man hier, so wie ich, draußen ist in der Früh um 8 Uhr und frühstückt, ist man alleine. Ihr seht es hier, da oben ist fast niemand. Warum? Weil es schweineheiß ist. Drinnen ist es klimatisiert, drinnen hat es 18 Grad, da pfeift es nur so runter, da geht es richtig ab, die Party, da sind Leute geschrei, keine Ahnung. Und draußen, wenn man es echt schafft in der Hitze, ist man alleine. Und das war sehr cool an der Geschichte. So, gehen wir mal weiter von dem Bereich hier. Das habe ich euch letztens, nämlich im letzten Video auch nicht so genau gezeigt. Eben dieser Außensitzbereich, sehr schön. Blumen, sehr schön. Außenanlage, super gepflegt. Die Palmen. Man glaubt, wenn man hier schaut, man ist eigentlich in keine Ahnung. Mexiko war es auch nicht anders oder in äh, Jamaika war es auch nicht viel anders. Es kann hier alles sein, Miami. Äh, ich habe mir schon einiges angeschaut auf der Welt, aber da war eigentlich hier der Bereich auch nicht anders. Schlechter als die Karibiker. Nein, ich finde es toll. Das ist auch so ein Grund, warum ich hier so gerne hinfahre, weil der Außenbereich wirklich Weltklasse ist. Wenn man über das da drinnen im Zimmer und wenn man über das da drinnen in den Gängen und so weiter und die mangelnde mh, Sauberkeit ein bisschen so hinwegsehen kann, ist schon eine tolle Anlage. Also verlassen wir den Poolbereich, gehen wir hier mal die Stiege runter und ihr seht, da ist alles top. Da wird immer gewischt, da wird immer geputzt, da ist immer jemand. Ähm, die Außenanlage, wie gesagt, immer toll, immer gemäht. Ähm, gibt es überhaupt nichts zum Bemängeln und auch so, nicht so wie beim letzten Video. Im April sagte ich euch: Achtung, Baustelle daneben. Hier war keine Baustelle, ich habe es mir nochmal angeschaut. Auch kein Baulärm, es war alles gut. Also Entwarnung von dieser Seite. Hier unten die Toilettenanlagen, super, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Und auch dieser ganze Bereich hier am Strand, bin ich ein Riesenfan davon, finde ich super schön, äh, super top gemacht. Uh, was mir nicht so gut gefällt, sind die Überdachungen, aber ja, okay, könnte schöner sein, könnte besser sein, aber summa summarum bin ich nicht kleinlich, alles top. Wir gehen jetzt mal Richtung Strand und schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Was ist denn so am Strand so los und wie ist das Ganze auch mit dem Steg da draußen? Erstens mal hatten wir jetzt diese Todeszone, sagte ich immer hinter uns. Denn diese Todeszone, wo wir jetzt durchgegangen sind, da geht kein Lüfter und nichts. Da ist es wirklich sau heiß. Da hat es sicher mehr als 50 Grad. Hier sehen wir auch ein bisschen was, wie das Ganze so aufgeteilt ist. Wo ist die Passion Disco Bar? Wo ist ähm, die Pier Bar und so weiter und so fort? Rechts konnte man hier immer wieder Getränke holen. Auch alles cool. Und hier, wie ihr sehen, äh, sehen könnt, wirklich schön Blumen. Alles top. Hier schaut euch das an, beim Strand, ein Kinderbereich, wunderbar. Hier links die Müllkübeln, super. Also alles, was im Außenbereich ist, das haben sie wirklich gut gemacht. Die Dusche hier, super, alles immer sauber. Entertainment-Info, wann ist was? Wann ist Showtime? Wann möchte man sich bespaßen lassen? Auch das alles hier. Hier nochmal der Überblick über die Anlage, sprich, wo sind wir? Hier sind wir nämlich genau in dem Bereich, ein bisschen unter Manavgat, nicht weit weg von Sire, nicht ganz so weit weg von Antalya, eine gute Stunde fährt man mit dem Bus. Und hier auch ganz interessant die Wasserqualität. Und da gab es für alle, die im Mai mal da unten waren in der Türkei, Achtung: Wir hatten hier ja Enterokokken hier im Wasser, im Meer. Also wenn ihr ein bisschen Bauchweh hattet oder sonstige Probleme, kann schon vorkommen. Kanalisation ist nicht die beste. Arcanus CD Resort nochmal kurz im Überblick und jetzt aber raus aus der ganzen Hitze hier, raus von dem Ganzen hier am Strand in Richtung Steg. Erstmals hier durch dieses wunderschöne Tor, Arcanus Hotel Sorgun, super, passt alles, der Blick ist gut, die Pflanzen sind super, mir gefällt das alles wirklich gut. Da bin ich wieder ganz beim Schwärmen. Ah, übrigens natürlich auch das Essen, wenn ich es noch nicht gesagt habe, egal ob Frühstück, Mittag, Abend, top. Ich hatte nie ein Problem, ich esse viel Salat äh, mit einem äh, Wasserproblem hier oder sonstigen, dass ich mal Bauchweh gehabt hätte oder sonstigen was. Alles top. Hier auch, seht ihr auch, liegen frei. Man findet immer wieder freie Liegen hier am, am Strand. Ein bisschen eng beieinander, ja. Aber trotzdem, schaut mal hier auch, liegen frei liegen und das in der Hochsaison. Also wirklich kein Thema. Super schöner Sand, super schöner Strand, ich bin begeistert, da gibt es überhaupt nichts zu meckern und vor allem hier der View daraus, das ist für mich immer so ein bisschen eine Geschichte, da weitet sich mein Herz, wenn ich da rausgehe, es ist wirklich toll, da kommt eine kleine Brise auch daher vom Meer und ich muss sagen, hier draußen lässt es wirklich aushalten, auch bei 48 Grad war es hier draußen bei mir immer super cool, ich war, wie ihr schon hören könnt, öfter draußen hier auf dem Steg und... Habe auch direkt den Meerzugang draußen genützt. Hier auf der Seite kommt so ein bisschen Italien-Flair auf, so ein bisschen Lignano, so ein bisschen kleine Steine, aber sonst wieder viel Sand. Aber hinten die Balmen, wunderschön. Die Anlage jetzt im Hintergrund, wunderschön. Hier die Käfige für die Kinder zum Reinsperren, nein, natürlich nicht. Da werden die kleinen Schildkröten drinnen ähm, aufbewahrt, wollte ich fast sagen, geschützt quasi. Und hier runter, der Bereich in diese Richtung runter, sowieso wunderbar, der Sandstrand. Bin ich auch begeistert, gibt es nichts zu sagen. Und auch immer sauber. Da gehen immer wieder Leute durch, ähm, heben die Dinge auf, die leider meine lieben ähm, Reise-Kollegen hier, die alle da im Wasser sind und so weiter, gerne liegen lassen. Verstehe ich absolut nicht. Habe ich kein Verständnis dafür, dass man nicht ein bisschen miteinander sein kann, nicht ein bisschen miteinander drauf schauen kann auf das Ganze. Würde für jeden besser sein. Mehr super Wasserqualität, super, ganz neu hier diese Fisch. Fütterstation finde ich auch sehr süß. Da kann man mit den Kleinen mal stehen bleiben, hier den Deckel öffnen. Da drinnen ist dann Brot, altes Brot und so weiter. Und hier, you can feed me and my friends from here. Finde ich voll süß. Und da sind dann auch ganz, ganz viele kleine Fische im Wasser, die tummeln sich dort. Und ist schon cool. Der Blick nach außen, sowieso cool. Ähm, Gibt es auch nichts Negatives zu sagen, mehr. Top, war ein bisschen zu warm, meine Schuld, ich muss ja nicht im Juli, Ende Juli, Anfang August dorthin fahren, aber kuschelig war es auf jeden Fall und hier ein bisschen im Blick auf die Wasserqualität an dem Tag, war es noch ein bisschen rauer, nicht ganz so schön, es gab Tage, da sieht man komplett runter und das ist schon top, top View hier auch, wenn man sich die Anlage nochmal anschaut, immer wieder auch die Guards unterwegs, dass doch alles hier mit rechten Dingen zugeht und hier die Anlage im Überblick, das ist alles auf die Schnelle gesehen wirklich super. Komplette Anlage. Ich bin noch immer so überzeugt davon. Ich werde auch wieder hinfahren. Aber diese Kleinigkeiten, die gefallen mir eben nicht so gut. Zusammengefasst bleibt nur zum Sagen, in der Hauptsaison, ja. Muss man mit Hitze rechnen? Sowieso. Logisch. Muss man mit vielen Leuten rechnen? Ja, sowieso. Sind vielleicht viele Putzkräfte überfordert, dass nicht so genau putzt, geputzt wird, wie ich es euch am Anfang gezeigt habe? Ja, könnte natürlich sein. Aber wenn ihr mit all dem leben könnt und nur dann natürlich Urlaub nehmen könnt, wenn auch die Kinder mal ähm, Ferien haben, na, dann bleibt mir nichts Negatives zu sagen. Im Großen und Ganzen, Top-Anlage, passt alles. Die Dinge, die ich euch gezeigt habe, schauen vielleicht schlimm aus, wenn man sich das so anschaut. Aber wenn man mit dem leben kann, wie gesagt, ist es eine Top-Geschichte. Und das war's für dieses Mal. Dankeschön, tschüss und ciao, euer Bitty, euer Bitcoin, Trading Informant. Ciao Leute.